Gut, Richter. Servus, grüß euch. Heute ist es soweit. Tabakernte 2022. Ich tue meinen Tabak weg, weil ich brauche wieder ein paar Zigarren vom Schenkelassertradi. Schöne Schenkelassertradi von meinem habanischen Habern. Havanna-Tabak, genau so heißt er. Von meinem echten Havanna-Tabak. Da ist die Ernte von 2021, letztes Jahr. Die hängt jetzt bereits ein Jahr in Treubohnen herum, hat einen heißen Sommer gehabt, einen richtig schön Druck, einen heißen. Hab vorher schon gerochen dran. Oh, gut, ganz gut. Der riecht, der hat der Aroma, das kriegst du auf der ganzen Welt nicht. Ja. Den werde ich fermentieren, aber zuerst mal immer den, wo jetzt noch drauf steht, anschnalzen und aufhängen, da haben wir nächstes Jahr auch wieder was zum Rauchen haben. Gell. Der hängt am Treubohnen herum schön. Ja, wer einen Treubohnen kennt, weiß Bescheid, was das ist. Ich meine, allebei, der Martel, der Martin von Grimhof, der meine, ich kenne sich aus, was ein Treubohnen ist. Nicht? Das ist ein scharfer Hund, der kennt sich aus mit dem Treu. Besser mit dem Hai, aber vielleicht kennt er sich mit dem Treu auch aus, was ein Treubohnen ist. Der Martin kann sich mal unten schreiben in die Kommentare, was so ein Treubohnen ist. Dann lernen die anderen paar Zuschauer lernen noch was. Nicht? Und das ist ja Sinn der Sache von dem Ganzen. Ne? So, ich lasse den Henker, der ist fertig, greift, schön durchgezogen. Und jetzt gehen wir raus und hauen ihn ab. Jetzt hauen wir den Heirich noch, der ist noch besser benannt, der hat Bladl so groß wie manch. Ja, was weiß ich was. Gell? Jetzt dem ersten Mal in Samen runter und dann sehen wir uns wieder. Dann schneiden wir ihn ab und nehmen schön Bladl runter. Dann schauen wir weiter. Also, auf geht's. Tabakernte. Dass es wieder Zigarren gibt, gell? Jawohl. So, dann nehmen wir den Sommer noch raus. Ein paar Blühen noch. Schöne Blühen. Schaut einfach gut aus, ne? Aber da ist der Sommer drin. Die haben eigentlich schauen erst so aus. Und dann werden sie aber dunkler. Und dann so. Und dann irgendwann haben sie so schwarz dunkel. Ja. Und dann kann man so draufhauen. Und die, die auch schön werden, die haben reif. Die haben einigermaßen Drucker. Die kann man noch anreißen. Da ist dann der Samen drin. Abreißen, außen, pudeln. Ja. Und dann hat man da den Samen. Und den kann man noch mal drücken. Und noch aufbewahren. Ja. So ein schwarzer Kicherl haben das. Jawohl. So. Die tue ich jetzt alle raus und dann fange ich an, dass ich Radibuts anhau. Und dann geht es weiter mit den Blöcken. Jawohl. Was kann man tun, sich brauchst? Zack! Die Flingung wird feuchten. Schaut sich das an. Der Wahnsinn! Schaut euch einmal die Stempel da, was die für einen Stamm haben. So vergleich mal hin. Wahnsinn. Ja.
Da muss die Gerätschaft auffahren. Da hört sich das an, was das verstanden ist. Unglaublich, das war letztes Jahr nicht so krass. Und da eine richtige dicke Dinger. Da geht was, jawohl. Dann hauen wir den noch weg. Dann passt das alles. Jawohl, soweit so gut. Bladl sind hier unten. So viel sind überblieben, weil ich nehme alle, weil bloß die von unten her, die großen, weil die haben am besten Aroma. Aroma, ja. Die kleinen, die nehme ich nicht, weil die sind recht handig. Die sind besser da. Die Handgrossen, sag ich mal. Schaut mal. Auf jeden Fall die Handgrossen, ja, die Handgrossen Bladl nehme ich bloß. So Bladl da. Schaut aus wie ein Krautbladl. Ist aber ein Tabak. Ein echter. Ja. Und die nehmen wir jetzt am Hopfenbohnen auf. Oder Treubohnen, besser gesagt. Dass die wieder ein Jahr lang schön trinken können. Jawohl, dann machen wir das einmal. Und dann schauen wir weiter. Yes, so, jetzt haben wir ihn wieder beieinander in der Wack für die Saison. Nicht? Ich kann schon fast nicht mehr halten, weil es so schwer ist. Nicht? Und jetzt. Oh, gut, der Geruch ist gut da, das muss ich schon einmal sagen. Nicht? Aber der Geschmack, wo kann ich noch nicht sagen. Aber der Geruch ist schon wie eine echte Zigarren. Ja, da werde ich nur ein bisschen was verfeinern jetzt. Da habe ich noch ein paar so Ideen, was ich noch mache, da nur ein bisschen geschmacklicher werden. Nicht? Ja, und irgendwann werden wir es haben. Wir haben es haben, das Rezept, das ist der beste Tabak Deutschlands. Ja? Weil mein Religionslehrer hat aber gesagt, du, wie ein Tabak und ein Schnaps, da kannst du Geld verdienen. Ja. Und recht hat er, sage ich euch. Und darum sucht man es. Wir suchen das beste Rezept, das am besten schmeckt. Der beste, der aromatischste Tabak von Deutschland. Jawohl. Ja, gut. Da müssen wir noch ein bisschen hin, aber jetzt habe ich auch wieder was probiert. Da habe ich wieder ein paar Tabakbladl übereinander gelegt. Diesmal, ob es besser wird, weiß ich nicht, werden wir sehen, nächstes Jahr. Nicht? Ja, ich werde mir jetzt da mal so ein Ziegadl dran und probieren, wie er schmeckt. Da haben wir noch ein bisschen was verfeinern müssen, nicht? Verfeinern. Ja. Riecht nach Tabak. Genau. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen und nächstes Mal probieren wir mal, wie schmeckt der Tabak. Weil ich glaube, der ist nicht schlecht. Gell? Also, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Habe Tiere. Servus.